Hallo ihr Lieben, es gibt mal wieder ein Video. Heute geht es darum, ich habe ein Samentauschpäckchen. Nee. Ich habe mit 13 Leuten auf Instagram Samentauschpäckchen gemacht. Und die sind jetzt alle hier drin. Und wir werden die zusammen auspacken. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe noch nicht reingeguckt, obwohl die schon seit Anfang Dezember hier sind. Aber ich wollte eben auf die Softboxen warten, damit das Licht irgendwie einigermaßen ist. Und wir werden auch noch kontrollieren, weil der Merlin, das ist sein Account bei Instagram, der wollte seine oder konnte, durfte seine Adresse nicht rausgeben. Darum gingen die Sachen alle an mich und ich habe sie ihm dann weitergeschickt. Darum werden wir jetzt kontrollieren, ob noch irgendwas für ihn dabei ist, weil irgendwie fehlen ihm noch ein paar Briefe. Ich habe hier noch einen für ihn. Bei dem Rest werden wir noch mal reingucken. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Ich habe noch keine Ahnung, was drin ist. Und wir fangen einfach mal an. Ich werde euch die Namen der Leute immer hier bei Instagram verlinken. Nee, die Accounts von Instagram werde ich euch hier verlinken zu den jeweiligen Personen. So jetzt. Wir fangen an mit der Fabienne. Das ist ihr Instagram-Account. Und ich werde jetzt mal versuchen, hier die Adresse irgendwie abzudecken, was gar nicht so leicht ist. Ich wollte euch aber zeigen, wie schön sie das hier noch verziert hat. Auf beiden Seiten und wir werden es jetzt aufmachen. Ja, ich hätte mir vielleicht mal eine Schere oder so zurechtlegen können. Habe ich aber nicht. Darum improvisieren wir jetzt mit einem Jotting-Tool für Nägel. Die Frage ist, ob ich das jetzt alles dann sortiere oder nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich lege das jetzt alles hier hin und dann sehen wir dann am Ende, was so alles da ist. So. Und Merlin, gute Nachrichten. Ich habe hier von der lieben Fabienne ein Briefchen noch für dich. Sehr gut, ich habe das nämlich noch nicht aufgemacht gehabt. So, wir haben sogar eine Briefmarke von ihr noch bekommen, damit ich das an Merlin weiterschicken kann. Und dann geht's hier los mit den Samen. Nummer 1 ist die rote Blockpaprika. 4 Samen. Dann, oh, sehr cool, wir wollen eine Melonen-Challenge übrigens machen. Da habe ich hier eine Wassermelone, groß, unbekannte Sorte, ist auch süß. Eventuell ist einer kaputt, ich weiß es nicht genau. Wir werden das mal genauer dann angucken. Dann habe ich Gemüsepaprika Typ Gypsy F1. Gypsy finde ich süß. Und dann noch den Islandmohn Monarch Strain Mix. Strain. Das ist ein ganz kleiner Samen. Ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank, liebe Fabienne. Sortiere ich das jetzt? Nein, ich werde das erstmal alles hier sammeln. Dann geht es weiter mit Oksana. Ich halte die Adressen zu, aber sie hat hier noch was Schönes drauf geklebt und sehr schön gemacht. Und da waren eben 2 Briefe drin. Siehst du? Richtig. Hier steht Simona, hier steht Merlin. Merlin, deine Sachen lege ich mal hier zur Seite. Und den für mich mache ich jetzt auf. Ist auch süß, ne? Das ist wie Weihnachten. So, oh, da haben wir erstmal eine Karte, die werde ich jetzt erstmal lesen. Sehr süß. Wünscht mir nochmal schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Ja, ich habe sie jetzt ein bisschen später aufgemacht, aber ich freue mich trotzdem. Die Karte ist auch sehr schön. Und dann geht's los. Hier haben wir einmal Black Cream Tomate, dunkelrot, eine Kirschtomate und ein Ochsenherz. Also eine Ochsenherztomate. Sehr cool. Verschiedene Tomatensorten kann man nie genug haben. Dann Romana-Salat, Snack-Paprika und Paprika großrot. Das ist so toll. Dann haben wir hier Einlegegurken. Sehr cool. Stangenbohne, Neckarkönigin und Zuckererbse. Oh, Stockrose. Sehr cool. Die sehen lustig aus, die Teile, ne? Und Radieschen Riesenbutter. Das hört sich nach was Großem an. Bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und mein Tisch füllt sich. Das ist toll. Weiter geht's mit Carina. Ich halte die Adresse wieder zu. Sie hat auch mit Washi-Tape hier gearbeitet. Und wir gucken mal rein, was sich da drin befindet. Wir haben einmal, ach cool, eine Artischocke. Vidée de Provence, ich kann kein Französisch. Schöne Schrift hast du aber. Dann haben wir Chili spanischer Pfeffer. Ich werde jetzt auch schon bald anfangen mit Chilis und Physalis. Der Merlin möchte nämlich auch so ein bisschen
Chili-Anbau dokumentieren das ganze Jahr über und da möchte ich natürlich mitmachen. Darum geht es auch schon bald los. Dann Physalis. Schau mal, da hat sie noch drauf geschrieben, dass das selbst gewonnen ist. Das ist auch cool. Dann haben wir Cocktailtomate Orange Star. Ich glaube, das bringt nichts, euch das zu zeigen. Grenadilla selbst gewonnen. Oh, die ist leider kaputt. Sehr schade. Und dann, ach ja, Bohnen haben wir noch. Oh nein! Oh nein! Unten war es auf, jetzt ist alles runtergefallen. Jetzt muss ich die erst wieder zusammensuchen. Also wir haben Buschbohnen, 2 Stück. Der zweite ist mir jetzt gerade runtergefallen, da komme ich jetzt gerade nicht so leicht ran. Und dann eine Feuerbohne und die sehen immer so toll aus, ne? Ja, sehr cool. Ich werde das jetzt hier wieder reinfriemeln und nachher mich nochmal auf die Suche nach der zweiten Buschbohne machen. Dann Schmetterlingsgruß. Ah, den hatte ich auch auf dem Acker. Ich will mir überlegen, ob ich irgendwie sowas auch bei mir im Garten mache, weil Gemüse möchte ich nicht unbedingt im Garten machen. Dafür habe ich es in den Acker wieder, aber ja, mal gucken. Ja, das war das von der Carina. Entschuldigung. Weiter geht's mit Steffi. Steffi hat das auch ganz schön hier noch verziert. Und auf der Rückseite mit Washi-Tape. Auch eine Karte mit einem Tee dabei. Sehr süß auf jeden Fall. Und ich finde das so cool, weil alle das irgendwie anders verpackt haben. Die sind auch total süß. Also wir haben einmal Tomate Marmont. Grüne große Sorte aus Spanien. Dann spricht man es bestimmt nicht französisch aus. Sagt mir doch mal, wie man das ausspricht. Aber ist das nicht süß mit dem Washi-Tape auf der Seite? Dann haben wir Aubergine. Verschiedene Farben. Oho, ich liebe Aubergine. Ich bin hier gerade noch gleichzeitig am Sortieren, also am schön hinlegen. Cocktailtomate. Dann Stockrose. Ah, das ist ziemlich cool, schon 2 Stockrosen. Dann Yellow Pear Shaped Tomate. Oh, die fand ich immer schön. Da wollte ich mir eigentlich auch welche bestellen, aber jetzt habe ich ja welche. Spitzpaprika. Dann eine Artischocke nochmal. Ich glaube, die muss man auch recht früh anpflanzen. Da muss ich mich nochmal belesen. Das weiß ich nämlich jetzt so nicht. Habe ich nämlich auch noch nie gemacht. Dann Paprika Pimiento de Padron. Oh mein Gott, cool. Und eine Chili. Es wird einige Chilis dieses Jahr also geben. Vielen Dank. So, als nächstes ist der Brief von Merlin. Auf den freue ich mich auch schon sehr, weil Merlin hat wirklich tolle Sachen immer. So, machen wir mal auf. Ja, mein Akku schwächelt langsam. Wir müssen uns etwas beeilen. Oh mein Gott. Alfalfa-Sprossen, sehr cool. Ein volles Päckchen hier. Dann blühender Gartenzaun, mega. Ich möchte nämlich da auch ein bisschen Sichtschutz haben. Das werde ich da auf jeden Fall aussehen im Garten. Dann haben wir Bauerngartenmischung. Oh mein Gott, das sind echt coole Sachen. Bunte Blumen, ich liebe das. Dann haben wir niedrige Sonnenblumen. Gurke Delicatesse. Die ging auch gut letztes Jahr. Das Jahr davor hatte ich viel mit Braunfäule zu kämpfen, aber letztes Jahr war super. Dann haben wir Buschbohne Yellow Boom. Oh, cool. Ich liebe es ja auch, so andere Sorten jetzt haben. Seht ihr, wie schön die aussehen? Die haben hinten so einen schwarzen Kringel noch. Dann Zuckermais, Zuckerschoten Pixo Xintura, ein lustiger Name. Dann Blumenmischung, auch als Balkonmischung geeignet. So viele Blumen. Upsa. Und, Hokkaido-Kürbis. Sehr cool. Tja, vielen Dank, Merlin. Du hast mir ja 2 Sachen geschickt. Ich glaube sogar 3. Oh Gott, ich muss gleich mal nochmal gucken. Du übertreibst vollkommen, aber ich habe mich mega gefreut. Wir machen einfach weiter, weil es ist immer noch nicht leerer geworden, habe ich das Gefühl. So, dann von der Susanne.
Oh Gott, wie halte ich das denn jetzt zu, dass man die Adresse nicht sehen kann? So. Und hinten hat sie dann eben auch noch mit Washi-Tape gearbeitet. Das habe ich schon aufgemacht, wahrscheinlich, um zu gucken, ob was für Merlin drin ist. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich dir schon alles geschickt habe, Merlin. Wir gucken jetzt einfach mal hier rein, ne? So, ach, auch süß. Schnittlauch Schmidt. Hinten mit einem Washi-Tape dann zusammengeklebt, auch mega süß. Und das ist hier so doppelt und ich greife dauernd hier oben rein und dann komme ich nicht in die Samen. Ja, unfähig. So, ah, Johanniskraut. Nicht schlecht. Dann Borretsch. Paprika Sweet Chocolate ist bestimmt so eine dunkle Sorte. Dann bunter Mangold, sehr cool. Pimpinelle. Ist das eine Blume? Ich weiß das gerade nicht. Oh, ich bin nicht gut mit Blumen, muss ich ehrlich sagen. Arnika. Sehr viele so Kräutersachen. Ich glaube, das hatte sie auch gesagt. Ist aber cool zu haben. Spitzpaprika, Antalya dann. Oh, Verbene. Sehr cool. Glockenpaprika, leicht scharf. Ich sehe schon, das wird ein Paprika, ja. Und Salbei. Ja, vielen Dank für alles. Das ist wirklich wie Weihnachten. So, dann haben wir einen Brief von der Sandra. Rotes Basilikum. Sehr cool. Okay, Merlin, ich habe Sachen für dich. Das ist nämlich zweimal drin. Das heißt, ich werde das jetzt zur Seite legen, damit du die Hälfte bekommst. So, es wird ein Durcheinander. Dann gibt es noch Ringelblumen. Zitronenbasilikum. Wo ich annehme, dass es da noch eins gibt. Genau, für den Merlin. Ach, ich werde das, glaube ich, gleich wieder hier in die Verpackung machen, damit ich dir auch sagen kann, von wem das war. Weil sonst kommen wir da ganz durcheinander. Dann gucken wir mal weiter. Schlüsselblume. Oh, sehr cool. Oder Stiefmütterchen ist auch süß. Finde ich beides toll. Tomate Pomodoro, italienische Fleischtomate mit Rillen. Oh, sehr cool. Dann haben wir Mangold Vulkan, rotstielig. Dann haben wir Romana Salat Attico. Ja, und das waren auch schon die Sachen von der Sandra. Vielen lieben Dank. Ich werde jetzt die Sachen von Merlin da wieder reinmachen, damit da nichts durcheinander kommt. Guck mal, Merlin, wir haben schon drei Sachen für dich. Wahnsinn. Dann habe ich nochmal einen Brief von Merlin. Oh mein Gott, du übertreibst vollkommen. Oh, ich freue mich so. Okay, wir gucken, was es ist. Wir haben einmal Balkontomate Silma. Macht, glaube ich, kaum Sinn, euch das zu zeigen, ne? Weil ihr seht ja so auch gar nichts. Dann besondere Aster, mehrjährig. Erstes Jahr lila, zweites Jahr weiß. Oh, coole Sache. Dann Tomate Tumbling Tom Yellow. Die hatte ich mal in Rot und die ist der Wahnsinn gewesen. Da war der wirklich... Das ist so eine Balkontomate, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht total irre. Und die hatte total viele Früchte. Dann Mohn, befüllt lila-rosa. Hört sich gut an. Dann Balkontomate Yellow Spring. Okay, es wird ein Paprika-Chili-Tomaten-Jahr. Dann Topf-Chili von Kietenkerl. Topf-Chili hört sich sehr interessant an. Dann runde Möhren, abgefahren. Dann Pepperoni Sugar Baby. Sugar Baby. Dann Feldsalat. Ringelblumen. Und eine Überraschung. Sollte im Freien gepflanzt werden, aber erst woanders. 30 cm Abstand. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Also da bin ich wirklich gespannt. Vielen Dank, Merlin. Ja, und das ist der dritte Brief von Merlin. Und der fühlt sich auch so voll an. Das ist... Du bist verrückt. Mit einer Karte, die ich jetzt erstmal lesen werde. Er hat mir so... Also hier steht, PS, die kleine Überraschung im Umschlag sind kleine Pflanzetiketten, die habe ich aus Mülltüten recycelt. Oh, da bin ich jetzt aber gespannt. Da werde ich jetzt mal reingucken. Wie cool ist das denn? Oh mein Gott, die sind so süß.
Aber ich muss vorsichtig sein, damit ich die nicht kaputt mache. Oh Gott. Ich zeige euch mal ein paar. Oh mein Gott, die sind so süß. Hammer. Voll die gute Idee. Vielen lieben Dank. Die kann ich natürlich gebrauchen. Die werde ich auch auf jeden Fall benutzen, wenn ich jetzt anfange, Sachen auszusehen. Oh mein Gott, das ist total süß. Dann habe ich hier noch Zwergtagetes. Mein Tisch wird immer voller und voller. Lein. Ah, oh, sehr cool. Dann Brunnenkresse, auch sehr cool. Gefüllter Mohn, rosa lila. Ich kann gar nicht aufhören zu grinsen. Dann selbstgesammelte Ringeblumen vom Strand aus Kroatien. Oh mein Gott. Oh, Hammer. Das ist richtig special. Ich bin sehr gespannt. Sehr cool. Dann haben wir hier noch Stiefmütterchen. Und das hört immer noch nicht auf. Dann haben wir Chili zum Kochen oder Würzen. Vorsicht, sehr scharf. Sehr cool. Dann haben wir noch Petersilie. Ich habe schon erwähnt, dass ich keinen Platz mehr habe. Kräutermischung. Kann man ja auch einfach mal so irgendwie einen Topf oder so nehmen und einfach mal aussehen. Das ist bestimmt eine coole Sache. Und dann haben wir noch Kresse. Selbst gesammelt. Mhm. Vielen, vielen Dank. Wirklich, du bist der Wahnsinn. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, ich muss dir auch noch mal was schicken. Jetzt habe ich ein ganz schlechtes Gewissen. Ja, aber mega. Vielen, vielen Dank. Hier ist noch ein Brief. Da steht kein Absender drauf. Ich hoffe, dass drinnen ein Name steht, weil sonst habe ich keine Ahnung, wem ich dafür danken darf. Ja, es ist ein Brief dabei. Von der lieben Sarah, den Kanal werde ich auch mal hier verlinken, habe ich Knoblauch bekommen. Sie hat gemeint, dass das riecht. Aber ich rieche jetzt so gar nichts. Aber Knoblauchsamen, wie geil ist das denn? Bin ich sehr gespannt, habe ich noch nie probiert. Ich habe das nur mit Zehen mal gemacht. Dann Schnittaster. Und Habanero Chili. Ja, noch mehr Chilis. Vielen Dank, Sarah. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass ich dann Merlins Brief schon geschickt habe, wenn er nicht mehr da ist. Ich habe ihm ja schon Mitte, Anfang Dezember einige Briefe geschickt, die eben schon bei mir angekommen sind. Dann geht es weiter mit, glaube ich, oh, B. steht hier. Ich glaube, du heißt Beate. Hoffentlich steht noch was drin. Ich gucke sonst gleich nochmal nach. Das ist auf jeden Fall ihr Instagram-Account. Es kann losgehen. Wir haben einmal Cocktailtomate Black Cherry. Oh, cool. Dann Snack Paprika Orange. Oder Orange. Orange ist auch gut. Das kann ich nicht lesen. Ach doch, Cosmea. Zweifarbig. Dann Studentenblume. Bolero. Dann Sonnenblume. Abendsonne. Hm, ist bestimmt was Rotes, ne? Dann Babyblume. Oh mein Gott, die sind so süß. Das sind so kleine Mini-Kürbisse. Die sind so schön. Dann habe ich rote Snack-Paprika. Leute, wenn ich das hier alles pflanzen würde, bräuchte ich gefühlt 10 Acker. Gelbe Chili. Tomate Berner Rose. Kenne ich nicht, werde ich aber auf jeden Fall googeln. Wassermelone. Das heißt, zwei Melonensorten habe ich. Die werden wir auf jeden Fall auch zusammen anpflanzen. Und dann Cherry Rispentomate Lemon. Oh, das hört sich auch sehr interessant an. Vielen lieben Dank. Ja, dann habe ich hier ohne Absender einen Brief. Ich muss mal eben noch mal reingucken. Ich habe keine Ahnung, was es nämlich jetzt gerade ist. Gucken wir doch einfach mal. Leider habe ich keine Ahnung, von wem es ist, weil kein Brief drin stand und kein Absender. Aber wer hatte denn noch mal solche Verpackungen gemacht? Das müsste ich noch mal bei Instagram nachgucken. Ich weiß es jetzt gerade aber nicht. Ich werde das noch versuchen rauszufinden und euch den Profil hier zu verlinken. Das ist einmal Dill, Saatgurke, Paprika 2015, Sorte leider unbekannt. Dann Calendula, Salat, Edelwicken, oh, ich liebe Wicken. Und Studenten, wahrscheinlich Studentenblume, ne? Ja, cool. Vielen lieben Dank an erstmal Unbekannt. Ich habe irgendjemand hatte diese Verpackung hier. Wir haben so eine Instagram-Gruppe, da hat jemand diese Verpackung gepostet. Aber ich weiß jetzt gerade echt nicht mehr, wer es war.
komme ich jetzt gerade nicht mehr drauf. Aber ich werde das recherchieren. Und wir sind immer noch nicht fertig. So, da steht Simona drauf. Hoffentlich noch mehr drin. Ich weiß es doch nicht mehr. Es kann sein, dass es von dir ist, Tukwan, weil ich habe deinen großen Umschlag hier als Behältnis genommen. Gucken mal rein. Mist, kein Name. Ist es von dir? Wenn ja, das ist ihr Kanal. Profil, ich sage immer Kanal, ne? Futuro-Melone. Hört sich basic an. Ravi. Sind auch total süß gefaltet. Viel Arbeit war das bestimmt, ne? Koriander. Melone, die dritte Melone. Mega. Dann haben wir Markterbsen. Paprika. Luca-Linsen. Tagetes. Und bunte Blumenmischung, außer April bis Ende Mai. Vielen lieben Dank. Ich glaube, es ist von dir, Tukwan, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Oh Gott, bitte sag mir nochmal Bescheid. Oder ich glaube, du hast auch deine Verpackung gepostet. Ich werde das bei Instagram erstmal checken. Vielen lieben Dank. Okay, es ist von Tukwan auf jeden Fall, weil hier ist auch nochmal so ein Teil. Seht ihr? Und eine Karte noch für mich. Und da ist noch eine Briefmarke für Merlin drin. Ja, da kommt sie raus. Sehr cool, vielen Dank. Und dann haben wir hier noch was. Von Unbekannt. Das war dieser, ne, wo auch Studenten war. Oh, jemand hatte geschrieben, dass er das geschrieben hat. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich werde es gleich nochmal bei Instagram fragen. Hier sind nochmal genau die gleichen Sachen für Merlin drin. Wird zur Seite gelegt. Also ich bin für... Kommt vor, als wäre ich hier schon seit Stunden dran. So, von wem ist das denn? Von der Franziska. Oh mein Gott, wie schön ist das denn? Hammer. Wunderschön, wirklich. Richtig, richtig schön, Franziska. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, warte, lass mich gucken, ob da nochmal irgendwo was steht. Weil hier ist ein Umschlag dabei. Und ich nehme an, der ist für Merlin. Das heißt, ich muss jetzt hier erstmal von den ganzen Sachen noch die Hälfte wegnehmen und einpacken, damit ich das Merlin schicken kann. Korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe. Also, wir haben lila Zuckererbse, rote Snackpaprika, orangene Blockpaprika, runde Zucchini und nochmal eine Melone, Wassermelone, Sugar Baby. Hammerschrift hast du übrigens. Dann Granatapfel, mega. Ah, warte, die muss ich eigentlich gesondert hier behalten, weil die muss ich ja nochmal für Merlin dann sortieren. Zitronengurke und Feuerküsschen. Dann Tomate, Hellfrucht. Oh, und der Mango ist leider kaputt gegangen. Ja. Dann haben wir Honigmelone und Passionsfrucht. Cool! Dann ich muss es nicht sortieren. Es ist alles doppelt. Das finde ich natürlich mega. Das heißt, ich kann das gleich sortieren.
Okidoki. Oh Gott, das ist zu viel Action für mich. Weil wir haben hier zum Beispiel zweimal Granatapfel. Das heißt, ich suche mir jetzt den Umschlag, den ich irgendwie schon wieder verlegt habe. Da ist er. Und mach das da rein. Dann können wir das gleich sortieren. Hier nochmal Zitronengurke für Merlin. Dann Tomate für Merlin. Und hier auch nochmal sehr cool. Ich habe gedacht, ich muss das jetzt nochmal alles sortieren, aber nein. Es hat alles seine Ordnung. Von wem war das denn jetzt? Von Franziska. Ich muss das ja auch beschriften, damit Merlin weiß, was von wem kommt. Ja, und dann sind wir durch. Oh mein Gott. Es sind so viele Sachen. Moment, ich versuche euch mal die Kamera umzudrehen, damit ihr seht, wie viel das hier auf meinem Tisch nämlich jetzt mittlerweile ist. Einen Moment. Schaut euch das mal an. Der Wahnsinn, oder? Seid gar nicht auf. Oha. Ja, ich habe einiges vor dieses Jahr, würde ich mal sagen. Ne? Vielen lieben Dank für alles. Ich freue mich total, dass das geklappt hat. Ich hoffe, ihr habt euch auch über meine Sachen gefreut. Ich werde versuchen, das alles nochmal ausfindig zu machen, welche Samen zu wem gehören. Und ich hoffe, dass hier irgendwo ein Bild in euer Instagram-Profil noch steht. Ich kann es kaum erwarten, das Jahr mit euch zu beginnen, mit am Aussehen. Und wir hören, sprechen, schreiben uns bald wieder. Und bis dann. Tschüss.